Lieben, Türchen Nummer 15 hat uns noch mal ein bisschen nach draußen gebracht. So, wir möchten mit euch heute eine kleine Wintersporteinheit an den Tag legen. Gut, es fehlt etwas der Schnee, aber das macht nichts. Wir haben Wind, wir haben leichten Regen, zwischendurch Sonnenschein, das reicht. Und wir stellen unser Türchen mal kurz ab und dann geht's auch direkt los. Und zwar starten wir ganz motiviert, wie wir sind, mit Langlauf. Und 1, 2, 3, 4 große Schritte zur Seite und wir schieben uns wie so nach vorne, dass die Skilangläufer machen. So, und wer von euch kennt noch Wintersportarten? Was haben wir noch so? Wisst ihr noch was? Genau, es gibt das Laufen und das Springen. Und das Springen, da gehen wir tief runter in die Hocke. Das ist unsere Anfahrtshocke. Und dann hoch in den Sprung. Und wieder. Eigentlich müssten wir jetzt noch Treppen steigen, weil die müssen ja dann immer wieder hoch. Aber wir schaffen das. Tief in die Hocke und dann setzen wir an zum Sprung. Dann gibt es den Slalom. Da könnt ihr in der Hocke bleiben. Und ihr kippt mit den Hüften hin und her. Nach rechts, links. Und dann holt ihr für die Schwünge so richtig schön aus. Auch das funktioniert. Wisst ihr, was es noch gibt? Es gibt Langlaufen und Schießen. Das könnt ihr ganz einfach machen. Dafür benötigt ihr ein paar Bälle oder wir haben das hier, wenn ich jetzt in meine Tasche komme. Moment, ich setze die Ella mal eben ab. Hier in meiner Tasche haben wir das mit Erdnüssen. Oh, Erdnüsse habe ich total gerne. Darf ich die dann haben? Das ist meine Munition, Seppo. Erdnüsse könnt ihr nehmen. Ihr geht nochmal zurück und ihr schiebt 5 zu jeder Seite. Vor euch steht ein Eimerchen oder eine Tüte. So, und jetzt, passt auf, müsst ihr die Erdnuss in den... Oh, vorbei. Ah, wieder vorbei. Ah, auch nicht getroffen. Mist. Ja, ein Treffer. Es gibt immer 5 Schuss, die gibt es im Stehen. Man kann sie auch im Liegen machen. Geht hier draußen etwas schlechter. Für jedes Mal, dass man falsch hat, läuft man eine Runde um den Eimer. Das sind die Strafrunden. Wir hatten 3 und 2 Treffer. So, und dann geht man wieder und schieben. Dann hat man wieder seine Erdnüsse geholt und zielt wieder. Damit habt ihr schon super tollen Wintersport gemacht. Das könnt ihr über mehrere Runden machen. Wer will, kann natürlich auch Riesenslalom noch machen. Da könnt ihr viel mehr Schwünge machen. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Auf jeden Fall habt ihr eure Sporteinheit für heute schon gehabt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Meine Munition frisst der Seppo wohl jetzt. In diesem Sinne sagen wir Tschüss!